Ihre Heimat sind die südamerikanischen Anden. Sie sind kleiner als Lamas und zählen zu der Familie der Kamele, Alpakas. Doch seit über 10 Jahren sind sie auch bei Annette Rabanus im Bergischen Land beheimatet. Angefangen hat bei ihr jedoch alles mit Ponys. Das Pony wurde zum Alpaka. Ich habe viel mit Kindern gearbeitet und mache das auch heute noch. Und die Idee ist eigentlich so entstanden, dass man mit den Kindern schön in so eine Herde reingehen kann und dass man nicht direkt mit ganz vielen Regeln ankommen muss, sondern dass es ein wirklich sehr friedliches Tier ist und auch ein Tier, was Friedliches ausstrahlt. Auf dem Grundstück des Biohofes Gut Hohenscheid in Solingen leben die 33 Herdentiere. Alpakas zeichnen sich nicht nur durch ihr sympathisches Aussehen und weiche Wolle aus, sondern auch durch ihr sanftmütiges soziales Wesen. Es liegt ganz viel Wert auf die gemeinsame Arbeit. Es möchte wahrgenommen werden, es möchte von demjenigen, der führt, einfach so einen Austausch haben. Besuchern bietet sich die Möglichkeit, die vielfältigen Tiere bei einer der verschiedenen Wanderungen ganz nah zu erleben und kennenzulernen. Wir gehen runter nach Wupperhof, also runter ins Tal an die Wupper und gehen dann entlang der Wupper bis in die nächste Hofschaft. Da haben wir so eine kleine Pausenwiese. Da können auch die sich jetzt was zu essen mitgebracht haben, was zu trinken, machen wir eine kleine Pause. Die Tiere können fressen und gehen dann auf der anderen Wupperseite wieder zurück und wieder hier rauf zum Stall. Auch die Wolle der Alpakas wird hier auf dem Hof weiterverkauft. So kann sich jeder Besucher, wenn schon kein Alpaka, ein Andenken mit nach Hause nehmen.